Was siehst du? Grandpa. Wo? Ich sehe niemanden. Er ist letzten Sommer gestorben. Er ist im Himmel, das weißt du doch. Hat sie dir von diesem Mann aus ihren Träumen erzählt? Sie hat mir auch ein Bild gezeigt, aber ich habe ihn nicht erkannt. Was machst du da? Ich arbeite an meinem Buch. Ich verstehe. Ich fühle mich immer noch ganz furchtbar krank. Wo gehen wir hin, Mami? Wir bringen dich jetzt ins Krankenhaus, Liebling. Lucys Leukozytenzahl ist erhöht, was auf eine signifikante bakterielle Infektion hindeutet. Wo gehst du hin? Einen Freund besuchen. Noch sind wir keine Freunde, aber wir werden es bald. Oh. Wie bist du hier reingekommen? Ich schreibe ein Buch und du kommst darin vor. Das ist wirklich ein ganz besonderes Mädchen. Ich habe ein paar schlimme Dinge getan. Vielleicht vergeben sie dir. Red nicht mehr mit dem. Jesus liebt ihn, wieso nicht wir? Komm schon, Lucy, atme. Ich geh die Schwester holen. Zimmer 202, sofort. Hier ist mein Weihnachtsgeschenk für Edgar. Bis dann, Betty. Bis bald, meine Kleine. Die Dinge laufen nicht immer wie geplant. Wir bekommen nicht immer das, was wir wollen. Aber wir bekommen immer, was wir brauchen. Wir sind alle miteinander verbunden. Gottes Plan ist wirklich wunderbar. Wir müssen nur daran glauben.